9. Anwohnerprotest in Berlin-Altlinike. Die Container stehen schon und die ersten Flüchtlinge sind angekommen. 500 Menschen sollen dort untergebracht werden und das für circa 3 Jahre. Das linke Bündnis stellt sich nach wie vor gegen den Anwohnerprotest. Bezirksbürgermeister Oliver Igel, SPD, sagte: Ich gehe nicht auf Demos, die von der NPD gekapert werden, so Igel. Mit Igel-Leistungen vor Ort ist nicht zu rechnen. Patient-Anwohner muss sich dann wo selber helfen. Baurechtlich sei das Projekt okay, weil die Beeinträchtigungen nicht von Dauer seien. Ein Anwohner sagte, denn wegen der Enge der Container werden die Flüchtlinge lange wohl die meiste Zeit draußen verbringen. Man hat auch Sorge um die eigene Sicherheit. Die Veranstaltung wurde von der Polizei gesichert, weil man befürchtete, dass linke oder rechte Demonstranten dort Budenzauber veranstalten. Ich besteige mal hier das Podium und eröffne unseren 9. Anwohnertreff. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und sehr geehrte Teilnehmer des 9. Anwohnertreffs, ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Harald Förster. Ich dürfte Ihnen ja wahrscheinlich bekannt sein. Da ich dieses Treffen angemeldet habe, stelle ich mich als Anmelder aber noch einmal persönlich vor. Wie Sie wissen, versammeln wir uns hier friedlich. Und es werden keine rassenfeindlichen oder sonst irgendwelchen grenzwertigen Reden gehalten. Bei allen Altklinikerinnen und Altklinikern möchte ich mich heute für ihr zahlreiches Erscheinen bedanken. Wir sind doch wieder so etwa um die 200 Leutchen. Zum 9. Mal treffen wir uns an dieser Stelle und zum 9. Mal hatte es die SPD-Führung des Rathauses von Köpenick nicht notwendig, hier oder auch außerhalb dieses Anwohnertreffens vernünftig mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Sie wissen, es waren in der Vergangenheit zahlreiche Zaungäste hier, die im Nachhinein gegen uns gehetzt haben, die uns in die rechte Ecke stellen wollten und die Redner persönlich beleidigen wollten. Das ging sogar so weit, dass ein Redner um seine weitere Beschäftigung in seinem Betrieb bangen musste. Wo wohne ich hier, muss ich mich da manchmal fragen. Ist das noch eine Demokratie, wo ich meine Meinung sagen oder nicht sagen darf? Muss ich alles nachbeten, was der Vorturner im Rathaus Köpenick für gut befindet? Ja, man versucht uns wiederum zu diffamieren mit der Parole, dass das eine Nazi-Demo ist, hat man ja jetzt zum Teil sich beruhigt. Ja, Frau Bayram von Grünen, so manche Zeitung, diese Behauptungen waren tatsächlich, wie es sich auch heute wieder zeigt, absolute Lügen. Deshalb gibt es ja das Wort Lügenpresse und das Sprichwort dazu, die Lügen wie gedruckt. Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, nun zu unserer heutigen Abendveranstaltung, die wiederum vom Neuen Deutschland vom 16.08.2016 verunglimpft wird. Keiner der Journalisten will hier in unmittelbarer Nähe des Tempo-Homes wohnen. Herr Wolf, als einer der Kläger vor dem Verwaltungsgericht, hat ja bei dem Vororttermin des Verwaltungsgerichtes diese Herrschaften befragt. Alle haben geschwiegen und mit sturem Blick auf den Boden geschaut, aber sie schreiben Pöbelland. Eigentlich wollte heute Abend noch Herr Henschel als Redner auftreten. Der Herr Henschel ist leider erkrankt. Wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung. So, das waren die Einführungsworte. Jetzt will der Herr Menning Ihnen was über seine Tabelle und die Flüchtlinge erzählen. Dann kommt der Herr Ehrlich an die Reihe. Der wird Ihnen etwas sagen über den Ablauf unserer vergangenen 16 Wochen.
wo wir uns hier montags gemeinsam getroffen haben. Dann kommt der Herr Schreiber und dann kommen noch von mir ein paar Schlussworte. Also hier erstmal der Herr Mönnig. Guten Abend, liebe Bürger, liebe Gäste, liebe Freunde. Einige Wochen hatte ich nicht mehr die Gelegenheit, hier etwas zu erzählen. Ich bin auch nicht der geborene Redner, nach wie vor nicht, aber ich denke, ich kann mit ein paar Fakten eventuell dazu beitragen, dass einige etwas zum Nachdenken angeregt werden. Und da fange ich mal mit einem an. Ich sehe den Herrn gerade kommen, den Andreas. Der hat uns letztens eine Rund-E-Mail überstellt mit diesem, unter anderem, dieser Tabelle, einem Auszug, da muss ich erst mal gucken, wie das heißt, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF abgekürzt, glaube ich, nennt sich das die sogenannte Asylgeschäftsstatistik. Die wird offenbar monatlich rausgegeben, zumindest ist die monatlich geführt. Und die erschien da in so einer E-Mail als Beilage und ich habe mir erlaubt, hier unten bei Rostwerkstätten mal meinen Freund Peter zu bitten, in Kürze, innerhalb von 3 Tagen, mir diesen Ausdruck zu machen. Jeder kann rechnen, denke ich mal hier, jeder kann sich die gelb eingefärbten Zahlen mal zusammen addieren. Ich glaube, da kommt man so in etwa auf 370.000 Asylanträge, die in diesem Jahr 2016 konkret, das ist vielleicht von Weitem nicht zu sehen, zwischen Januar und Juni bereits gestellt wurden. Gestern noch vom BAMF-Chef Weise mit weniger als 300.000 ankommende Flüchtlinge in diesem Jahr 2016 beziffert, wurden hier bereits im ersten Halbjahr über 370.000 Asylanträge gestellt. Also irgendeiner kann hier wahrscheinlich nicht rechnen. Ein Beispiel herausgezogen für Frankreich, wo man immer denkt, Frankreich ist ja auch so sozial eingestellt. Frankreich hat auch so viele Flüchtlingsprobleme zu bewältigen. Wenn ich da richtig hingucke, dann sind etwa die Zahlen bei 10% von Deutschland monatlich. Bei einer Bevölkerungszahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, von über 80% von Deutschland. Sodass wir also selbst da eine herausragende, ich behaupte mal, negative Rolle spielen. Man hat das Gefühl, dass die Politik hier entweder jeglichen Überblick verloren hat über die Zahlen, über die Flüchtlinge und Einwanderer, die hier nach Deutschland gekommen sind, oder man will die Bürger einfach weiter für dumm verkaufen. Wir hatten das Thema vor kurzem in der Presse, Doppelpässe als Stichwort. Doppelter Pass, doppelte Staatsbürgerschaft. Mal die Runde gefragt, wisst ihr, wie viele Deutsche zwei Pässe besitzen, einen Doppelpass besitzen? Weiß jemand das? Keiner richtig. Keiner richtig. Laut Auszug Fokus, ich bin nicht der Googler, aber jetzt in letzter Zeit macht es richtig Spaß. Da kommt man auf Sachen, da sagt der Fokus, das weiß niemand in Deutschland genau. Die Angaben schwanken zwischen 1,6 und 4,3 Millionen. Das nur erstmal dazu. Ich muss noch mal kurz zurückkommen und möchte mal kurz zurückkommen auf unsere Veranstaltung im Bürgerhaus, zu der ich auch zugegen war vor einigen Wochen. Und da hat mich bewegt eine Antwort des Herrn Dr. Kollatz-Ahn auf meine Frage, warum werden denn nicht die 150, 160, 170.000 freien Plätze in Flüchtlingsunterkünften in Deutschland genutzt und hier für Milliarden, also wirklich Milliardenbeträge inzwischen, weitere Tempo-Homes, weitere Moves installiert und gebaut. Nach langem Hin und Her gab es die lapidare Antwort, ja, ich kann Ihnen so viel sagen, es gibt keine vertraglichen Regelungen zwischen den einzelnen Bundesländern. Das heißt, man muss sich nicht abstimmen, man kann sich nicht abstimmen, die Bundesländer können ablehnen, sodass praktisch hier weiter gebaut wird, weiter geplant wird und Millionen Beträge von Steuergeldern sinnlos verschwendet werden. Das Baurecht für die Containerdörfer im Gegenzug, das hatte ich ihm auch gesagt, konnte aber sehr, sehr unkompliziert geändert werden, vereinfacht werden. Trotz dieser Tatsache sind also praktisch jetzt noch weitere, wenn ich es richtig im Kopf habe, 28 Containerdörfer geplant. 38 von diesen mobilen Unterkünften. Nur noch mal zur Information, für die, die es nicht genau wissen. Diese sogenannten MUFs stellen 5-geschossige Stahlbetonbauten dar, die geplant sind für 60 Jahre Standzeit. Ich glaube, Hassoweg ist geplant, oder? Richtig. Ja.
Diese Textzeile habe ich heute in der Gesamtliste der Standorte für Berlin entdeckt. Das steht wortwörtlich und jetzt, Rüdiger, halte dich bitte fest. Im Kleingedruckten unten drunter, abgesehen von den Pilotprojekten, müssen sämtliche Grundstücke einer vertieften Eignungsprüfung unter Einbeziehung der Maßgaben der Bezirke unterzogen werden. Wenn dem so ist, dann heißt das für mich, dass das Ignorieren geltenden Rechts erfolgte hier von Seiten des Berliner Senats mit Ansage. Betrifft also wahrscheinlich nur Hellersdorf und Unterklinike. Ein weiteres Beispiel habe ich gefunden, für die, die viel im Internet lesen, die werden es wissen, Pankow, Tempelhof, Elisabeth, Aue. Hier befindet sich auch praktisch ein Beginnstadium, befindliches Tempelhof. Dort wurde im Juni angefangen zu bauen. Auch dort ohne Baugenehmigung, völlig ohne Baugenehmigung. Hier gab es ja wenigstens noch irgendwas denn irgendwann. Und ohne Information an die Bürger. Ein fehlendes Artenschutzgutachten ergab am 21. Juni einen vorläufigen Baustopp. Dieser wurde zum 1. Juli wieder aufgehoben. Durch Baggerarbeiten dort auf diesem Areal wurden Betonasbestrohre beschädigt, worauf die Senatsverwaltung nun im Nachhinein eine Altlasten- und Schadstoffuntersuchung ankündigt. Diese Sachen sind normalerweise im Vorfeld beizubringen. Davon gehe ich erstmal aus. Bezüglich des Projektes hier hinter uns hatte ich mich mal vor einiger Zeit schon mit den Ausschreibungen beschäftigt. Ausschreibungen für den Betreiber, Ausschreibungen für den Bau, die Lieferung der Container und so weiter. Falls Interesse besteht, dieser Betreibervertrag für die 3 Jahre hier ist ausgeschrieben worden mit etwa netto 15 Millionen Euro. Ich rede nach wie vor von Betreiber, nicht von Installationen, nicht von irgendwas. Zu dieser Ausschreibung gab es Anfragen, da gibt es also eine schöne Liste, die habe ich hier bei, 15 Seiten in Kleingedruck, Querblatt, Tabellenform. Da konnten die Bieter Fragen stellen, Fragen, ungeklärte Sachen beantwortet bekommen. Die Antworten im Einzelnen zu den Kosten und zu den Lieferungen, die anstehen, waren unter anderem, jetzt muss ich erstmal gucken, Kosten für Freiflächen, für Sport, Spiel, Bänke, Tische, Sitzgruppen, Schaukeln, Klettergerüste werden gesondert mit dem Lageso abgerechnet. Heißt also in den 15 Millionen nicht enthalten. Jetzt kommen es Laptops oder Tablets, werden vom Auftraggeber jedoch nicht pro Bewohner gestellt. Diese Laptops vom Auftraggeber gestellt, heißt meiner Meinung nach Steuerzahler. Kosten für Gebäudeversicherung trägt der Auftraggeber, die Steuerzahler. Kosten für Schäden, und jetzt wird es interessant, Schäden, die Asylbewerber innerhalb der Einrichtung an Personen oder Dingen verursachen, ich zitiere wortwörtlich, auch zum Beispiel Schäden an geparkten Autos etc., trägt der Verursacher. Ja, je mehr man da liest, je mehr vergeht dann mit Lachen, aber... Am Schluss dieser Ausschreibung jeweils habe ich gefunden den Satz, es werden keine EU-Mittel eingesetzt. Ich war immer der Meinung, man holt sich Geld von der EU vielleicht zurück, um die hier zu investieren. Dem ist scheinbar nicht so. Dann habe ich noch einen Freund gewonnen im Internet auf Aklinike24. Wir bedanken uns an dieser Stelle erstmal hier für die regelmäßige Teilnahme und vor allen Dingen für das doch so locker Abdrucken und Senden von Beiträgen. Da gibt es einen Herrn, der heißt Peter Zenker, schon mal gehört. Vielleicht ist er heute hier, kann er gerne mal zu mir kommen, wir können uns gerne unterhalten. Der hat sich über einen längeren Zeitraum, tagelang, geoutet hat in der Hinsicht, dass er, wie toll dieses Areal ist und welche Stimmung da herrscht, die geile Mucke dahinter, und er würde gerne mal dort ein bisschen mitfiebern, mitmachen, all toll. Diesem Herrn Peter Zenker würde ich ganz gerne mal 2, 3 Worte sagen, dass sie sich mokieren über denjenigen, die Klage eingereicht haben, gegen diese völlig absurde Variante Menschen in hunderte Container einzufärchen, zeugt nicht gerade von viel Intelligenz. Dass sie mit ihrer Frau ihr morgendliches Ritual zelebrieren, zwischen 8 und 9 Uhr Frühstück und Zeitung zu lesen, was völlig in Ordnung ist, deutet wohl eher aber nicht darauf hin, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen, jedenfalls keiner produktiven. Danke. Im Übrigen, die ihr schwärmen über ihre Auslandsurlaube, seien gegönnt, nur für Deutschland. Eine Siesta gibt es bei uns nicht, dies hat aber auch klimatische Gründe. Über die geile Mucke habe ich schon gesprochen.
Ein Hinweis kam von ihm, oder der kam an mehreren Stellen. Es ging unter anderem über den letzten Montag. Viele von euch haben es vielleicht gehört und mitbekommen. Ich habe es leider nicht sehen können. Da kam ein riesen Hubschrauber irgendwann zwischen Montag, Dienstag, glaube ich, Nacht um 23:30. Definitiv kein ADAC-Hubschrauber, definitiv keiner, der Hilfe brachte. Ich habe versucht, eine Woche lang, man kann mir gerne helfen zu googeln oder wie auch immer rauszukriegen, was das für ein Riesenteil gewesen ist. Ich habe gehört, der hatte riesen Suchscheinwerfer 2 dran und dieser Herr hat sich zwar darüber mokiert, dass nachts hier Hubschrauber fliegen und die auch öfter kommen, aber, jetzt kommt ein großes Aber dazu, vielleicht denkt man mal darüber nach, was das für ein Hubschrauber gewesen sein könnte. Nach meiner Kenntnis, spätestens an der Spätbrücke wurden vor Monaten wurde ein Top-Terrorist unter auf der Skala bis 10 rausgeholt. Ich möchte nicht darüber nachdenken, ob sowas vielleicht hier auch eventuell möglich wäre. Zum Abschluss an den Herrn Zenker noch ein Wort. Wir zu Hause machen uns Gedanken darüber, dass auch hier eventuell, wie in den anderen Objekten, junge Männer sein könnten, die 250.000 bis 300.000 Kinder, die in Syrien gerade auf der Straße verrecken, im Stich gelassen haben. Und ich war gestern am Wochenende mal 2 Tage an der Ostsee. Und wenn man die dann alle, man will nicht unterstellen, aber 250.000 bis 300.000 Kinder ist eine unvorstellbare Größenordnung. Und ich mag mir nicht ausrechnen, was bedeutet, wenn die Männer hier am Strand oder wo auch immer spielen und sich vergnügen und da hinten die Familien da drüben zum Deibel gehen. Ein letztes habe ich noch zu unserem Bezirksbürgermeister, den hier inzwischen wahrscheinlich keiner mehr mag, der wahrscheinlich nach folgendem Motto arbeitet: Den Igel in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Ich denke, der war mir gelungen. Wir alle, denke ich mal, sind nun gefordert, diesen verlogenen Politikern das Gegenteil zu beweisen. In diesem Sinne, macht eure Kreuze am 18. September an der richtigen Stelle und ich wünsche euch einen schönen Abend. Nun wird Herr Ehrlich mit seinem Redebeitrag Sie erfreuen. Ja, erfreuen ist gut. Also ich begrüße alle Anwohner, ich muss das mal in der anderen Hand nehmen, damit ich das lesen kann. Alle Anwohner und Freunde unseres Treffs, sowie alle eventuell anwesenden Journalisten. Also ich möchte heute ein paar Gedanken zur Arbeit der Medien äußern, die uns in der Familie und unter Freunden fast täglich beschäftigen. Also im vorigen Jahr sehr oft von unwahren Informationen in täglichen Zeitungen die Rede war, war meine Meinung noch sehr gespalten. Meine Erfahrung dazu habe ich beim letzten Treffen geäußert. Unsere Forderung will ich euch mal in Erinnerung rufen. Zum ersten Treffen am 9.5. lauteten: Gleichmäßige Verteilung von Asylsuchenden und Kriegsflüchtlingen im Stadtbezirk Treptow-Köpenick. Keine massive Konzentration von Asyl- und Flüchtlingsunterkünften in Altklinike. Gegen unzureichende Information und Mitarbeit von Anwohnern über das Bauvorhaben Tempo Home. Kein Bau ohne eine schlüssige Begründung der Notwendigkeit. Darunter stand: friedlich demonstrieren und Meinung gegenüber dem Senat äußern. Und das versuchen wir ja nun schon ziemlich viele Wochen lang. In welcher Presse, frage ich euch, standen so unsere Forderungen? In keiner. Im Gegenteil, wir wurden alle in die rechte Ecke gestellt, das will ich nicht wieder hervorheben. Wo stand aber bitte der Satz: wir sind gegen die Aufnahme von Asylsuchenden und Kriegsflüchtlingen im Südosten unserer Heimatstadt? Nirgendwo stand das und nirgendwo haben wir das gesagt. Das wäre aber die Wahrheit gewesen. Ein Beispiel nach unserem letzten Anwohnertreff vor 14 Tagen. Die uns unbekannte freie Journalistin Frau Marina May hat am 16.8. sehr nette Zeilen im ND zum Beispiel zu Papier gebracht. Sie schreibt in dicken Lettern als Überschrift: Willkommen im Pöbelland. Also, wir sind alle Pöbler. Unter anderem, ich zitiere: Das Tempo Home ist eine Containersiedlung für Geflüchtete, die am Rande einer Einfamilienhaussiedlung entsteht. Das ist falsch. Es entsteht nicht, es steht. Und nicht am Rande einer
Wohnsiedlung, sondern mittendrin. Ich zitiere weiter. 5 solcher Siedlungen sollen am Stadtrand für Flüchtlinge entstehen, damit diese endlich aus den Turnhallen ausziehen können. Die in Polen gefertigten Container sind ebenerdig, sehen trist aus und sollen 3 Jahre lang Asylbewerber beherbergen. Länger werden sie die provisorischen Blechbauten nicht halten. 500 Flüchtlinge sollen in Altklinike Platz finden. Die Siedlung gilt als Notunterkunft. Die Menschen wohnen sehr eng und Küchen zum Selbstkochen sind nicht eingeplant. Stattdessen gibt es 3 eingeschweißte Mahlzeiten pro Tag. Zitat Ende. Zwischenfrage, was kostet das alles? Eines haben wir ja vorhin schon gehört. Warum steht hier nicht geschrieben, dass in Brandenburg etliche vorbereitete Unterkünfte leer stehen, der Senat und die Regierung nicht in der Lage sind, sich bei der Übernahme von Bewerbern finanziell zu einigen? Fazit, es geht also nicht um eine gute Zusammenarbeit und Beratung sowie Information der Bevölkerung. Es geht nur um Geld und um sehr viel Geld. Hier wird es im wahrsten Sinne des Wortes auf die grüne Wiese gestreut, also Millionen verschwendet. Ich zitiere weiter aus dem Bericht. Erabi A. und seine Schwester jedenfalls sind nach 7 Monaten in Deutschland von einem Provisorium ins nächste gezogen. Sie wären lieber in der Turnhalle geblieben. Eng ist es hier auch, sagt der 16-Jährige. Es gibt keinen Bus in der Nähe, keinen Fußballplatz und der Weg in die Schule ist zu weit. Zitat Ende. Frau May, waren Sie schon einmal bei uns? Der Weg von hier bis zum Eingang des Igel-Hausdörfer-Ghettos beträgt 1 Minute und zum Bus 20 Sekunden. Komisch. Also der Eingang für Normalos ist in dieser Zeit zu bekommen. Der nächste Fußballplatz ist übrigens so ungefähr 3 Minuten entfernt. Das dazu. Und zu dem langen Weg zur Schule. Erinnert euch, wie war die Antwort von Herrn Igel in der Kirche zum Problem Schule? Die sind ja schon in der Schule. Das ist also kein Problem. Da können sie wieder hin. Und wie kommen sie von hier dahin? Naja, schauen wir mal. Und noch eins. Wir haben hier unsere neuen Nachbarn am 15.08. begrüßt in unserer Anwohnerversammlung. Solche Zeilen, Frau Journalistin, wären angebrachter gewesen. Also weiter zu unserem Ghetto. Nach 3 Jahren soll Schluss sein. Was suggeriert uns die Presse, die gewählten Volksvertreter unseres Stadtbezirks und auch der Richter, der das Urteil zu unserem Eilverfahren ausgesprochen hat? 3 Jahre, aber höchste Vorsicht. In den sozialen Netzwerken fragte diese Woche eine Frau, AM abgekürzt, zu unserem Tempo-Home am 18.08. Nutzung des Tempo-Homes für einen Zeitraum von 3 Jahren vorgesehen. Und dann? Antwort der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. Festhalten. Liebe Frau A., nach einer längeren Nutzung des Tempo-Homes für die Unterbringung von Flüchtlingen sind die Tempo-Homes auch als Unterkünfte vorgesehen für andere bedürftige Gruppen mit niedrigem oder gar keinem Einkommen, wie Studenten oder Obdachlose. Ihr Social-Media-Team. Senatsverwaltung Ende. Vorsicht. Das würde ja bedeuten, dass nicht nach 3 Jahren zurückgebaut wird, sondern dass unser Ghetto weiterhin auf unbestimmte Zeit bewohnt sein wird. Ich bin sprachlos. Das heißt, bin ich sprachlos. Ihr seid sehr aufmerksam, was unsere gewählten Volksvertreter sagen und durchsetzen wollen. So, liebe Leute, die Politiker haben uns das eingebrockt. Also auf die können wir uns nicht verlassen. Jetzt müssen wir da erstmal durch und müssen mit den hier Anwesenden ordentlich auseinanderkommen. Entdeckte Missstände, rate ich euch, wendet euch an die Chefin und dann wollen wir sehen, wie es geht. Und zum Schluss, wie vorhin gesagt, passt auf, dass ihr eure Wahlkreuze an der richtigen Stelle macht. Ich danke Herrn Gerlich für seine Ausführungen und jetzt kommt der, den wir das letzte Mal vermisst haben. Unser Rüdiger Schreiber wird uns jetzt seinen Vortrag
bieten. Ja, danke schön, Harald. Danke schön den Vorrednern. Vorstellen muss ich mich nicht mehr, das hat Harald gemacht. Ich bin Anwohner, Quittenweg, parteilos und ja, habe hier schon den einen oder anderen Vortrag gehalten. Ich bin Mitinitiator der Bürgerinitiative Bahnweg-Molchstraße und möchte auch in dieser Funktion mich noch einmal hier an Sie wenden. Wir stehen vor einer schweren Entscheidung. Sie merken, die Schärfe der Redner nimmt zu und das hat sicher auch seinen Grund. Ich freue mich auf alle Fälle über jeden Beitrag. Es scheint allerdings an der Zeit zu sein, einmal Nabelschau zu betreiben und auf die zurückliegenden Wochen zu blicken und uns bewusst zu machen, was haben wir erreicht auf unserem 9. oder bis hin zu unserem 9. Anwohnertreff. Gar nichts kann man so nicht sagen. Wir sind hier zunächst sehr unsicher gestartet, als wir Anfang Mai unsere erste politische Versammlung angemeldet haben. Keiner von uns hatte jemals etwas Ähnliches getan oder war jemals zuvor in solcher Form politisch in Erscheinung getreten. Wir waren lediglich fest entschlossen, unser Grundrecht auf freie Meinungsäußerung auf die Straße zu tragen. Was haben wir seitdem erreicht? Zunächst einmal haben wir uns Gehör verschafft. Wir sind allerdings auch von denen, die wir mit unseren Argumenten ansprechen wollten, belogen, verhöhnt, diffamiert worden. Nicht nur die von uns angesprochenen Politiker, sondern auch die ach so unpolitische und neutrale Berichterstattung der Medien hat ihren Anteil dazu beigetragen. Wir haben es dennoch heute mehr denn je geschafft, wahrgenommen zu werden. Unsere Aktivitäten können inzwischen über das World Wide Web in allen Teilen der Welt verfolgt werden. So haben wir, meine Ehefrau und ich, unsere letzte Veranstaltung am 15.08. in unserem Urlaubsdomizil im Ausland verfolgen können. Wir werden nicht nur wahrgenommen, sondern wir erfahren sehr viel Achtung von Bürgern, die so denken wie wir und erhalten die Rückmeldung, dass unser Zusammenhalt, unsere Einheit hier in unserem kleinen Ortsteil von unseren politischen Gegnern gefürchtet wird. Denn auch die für die chaotischen Verhältnisse in unserem Stadtteil verantwortlichen SPD-Politiker im Rathaus verfolgen unsere Veranstaltung. Was jedoch nach meiner Meinung das Beste ist, wir haben uns gefunden. Wir sind gemeinsam aus der grauen Masse der Mitläufer und Leisetreter hervorgetreten und haben unsere Stimme erhoben, gehören damit nicht mehr zu der schweigenden Mehrheit und das ist auch gut so. Wir haben nicht nur die Stimme erhoben, sondern ich glaube, wir werden auch das Wahlergebnis, zumindest in unserem Wahlkreis, entscheidend mit beeinflussen. Wir haben uns nun Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte. Wir könnten eine Jubiläumsfeier machen und könnten da eine 10. Veranstaltung hier durchführen. Wir haben uns jedoch entschlossen, dass unser heutiger 9. friedlicher Anwohnertreff vorerst die letzte Veranstaltung dieser Art auf der Straße sein soll. Danke. Es ist keineswegs so, dass alles gesagt und getan wäre oder uns die Themen fehlten. Politik, Presse, Medien haben alles dafür getan, dass uns immer wieder Steilvorlagen für das nächste Treffen geliefert wurden.
Wir haben hier neunmal in Folge unsere Unzufriedenheit mit den Entscheidungen der Landes- und Bezirkspolitik auf die Straße getragen. Inzwischen sind bereits Flüchtlinge in dem von Politikern geplanten Ghetto, wie ich es nenne, angekommen. Inzwischen ist die uns als Igel-Hausdorfer Ghetto bekannte Anlage völlig überhastet, unfertig und mit katastrophaler Belegung in Betrieb genommen worden. Menschen werden in den tristen Containern untergebracht, in denen ihnen pro Kopf nicht mehr als 3 Quadratmeter Lebensraum verbleiben. In dieser Anlage gibt es keinen Grashalm und aufgrund der Bodenverdichtung mit billigem Recyclingmaterial und der zufällig vergessenen Deckschicht aus Mutterboden wird dort auch nichts wachsen. Für Ideen des Betreibers, die ich im Übrigen gut finde, die Anlage in Eigenregie zu begrünen, ist nun weder Geld noch Material vorhanden. Ursprünglich geplante Parkplätze wurden nicht fertiggestellt. Dafür parken die Fahrzeuge der Betreibermannschaften auf den Naturschutzausgleichflächen. Ausgleichsbepflanzungen, die als Auflage in der Baugenehmigung vorgegeben waren, wurden nicht angelegt. Sicht- und Schallschutzbepflanzungen wurden noch nicht realisiert und es gibt auch kein Konzept, wie das im Einvernehmen mit den Anwohnern geschehen soll. Ausgleichsflächen, wie sie für Anlagen dieser Größenordnung vorgesehen werden, sind mal schnell aus der Baugenehmigung entfernt worden. Offensichtlich verlassen sich die Verantwortlichen darauf, dass die Ghetto-Bewohner ja mit den grünen Vorgärten der Anwohner ausreichend Ausgleichsflächen zur Verfügung haben. Die Liste der Mängel ist schier unendlich. Aber das Bauamt ist nicht bereit, auf unsere Anfrage Auskunft dazu zu erteilen. Unser Groll richtet sich in der Tat nicht gegen die Menschen, die hier unter unwürdigen Bedingungen eingepfercht leben müssen. Unsere Aufgabe ist auch nicht, die Integration dieser Menschen zu forcieren, wobei viele von uns grundsätzlich dazu bereit wären, ihren Beitrag zu leisten. Und dabei schließe ich mich mit ein. Weil wir keine Rassisten sind und ein grundsätzliches Verständnis für Fragen der Migration mitbringen. Weil wir damit aufgewachsen sind, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen und weil wir Verständnis dafür mitbringen, dass Menschen, die ohne Selbstverschulden in Not geraten sind, Hilfe erfahren müssen. Unser Groll richtet sich von Anfang an gegen eine verfehlte Flüchtlingspolitik in Deutschland, in unserem Bundesland Berlin und ganz besonders in unserem Bezirk Treptow-Köpenick. Die Ghettoisierung unseres Ortsteils Altklinike, gegen die Schaffung von Massenquartieren, die Subkulturen begünstigen, die Integration beinahe unmöglich machen und die schlussendlich ein idealer Nährboden für Kriminalität und Terrorismus sind. Unser Groll richtet sich gegen Politiker, die auf Eingaben der Anwohner nicht reagieren oder versuchen, die Bevölkerung mit Lügen, Halbwahrheiten und Phrasen hinzuhalten. Unser Groll richtet sich gegen Politiker, die Kraft ihrer Wassersuppe über geltendes Baurecht hinwegsetzen und glauben, selbst Petitionen der Anwohner unbeantwortet lassen zu können.
Unser Groll richtet sich gegen Politiker, die Planung und Inbetriebnahme von Flüchtlingsunterkünften ohne jegliche Ausgleichsflächen zulassen und die glauben, Integration von Menschen in unsere Gesellschaft mit Clownerie und Zirkusrummel auf den Schultern der Anwohner austragen zu können. Wir gehen davon aus, dass wir mit unseren Bürgertreffveranstaltungen die Öffentlichkeit erreicht haben. Und gleichfalls, dass unsere Bürgerinitiative ein Maß der Beachtung erwirkt hat, das uns eine gute Verhandlungsposition zur Durchsetzung unserer Ziele gegenüber den Verantwortlichen versetzt. Nun werden wir zunächst unseren seit April bewährten E-Mail-Informationsverteiler wieder aktivieren und werden uns mit diesen Verteiler mit den wichtigsten Informationen auf Gleichstand halten. Nach der Kommunalwahl werden wir uns mit den politisch und organisatorisch Verantwortlichen des Bezirkes und der Anlage zu einem regelmäßigen Gesprächstermin vereinbaren, um alle aktuell anfallenden Probleme, die im Zusammenhang mit der Konzentration von Flüchtlingsunterkünften in Altklinike anfallen, zu besprechen und gemeinsamen Lösungen zuzuführen. Wir hoffen ganz stark, dass dies nicht die verlogene und korrupte Mannschaft sein wird, die das derzeitige Chaos zu verantworten hat. Wir werden uns jedoch nach den demokratischen Grundsätzen verhalten und werden den Dialog suchen. Jeder der hier Anwesenden erhält die Möglichkeit, sich zusätzlich in unseren E-Mail-Informationsverteilerkreis aufnehmen zu lassen. Dafür haben wir eine Liste vorbereitet, in die sich neue Interessenten eintragen können. Die Informationen werden dann je nach Anfall aktueller Ereignisse in diesem geschlossenen Mailverteiler gesendet. Jeder hat auch die Möglichkeit, sich dort mit eigenen Beiträgen einzubringen bzw. uns die eigenen Beiträge zuzustellen, sodass wir, so wie ich das schon gesagt habe, uns auf Informationsgleichstand halten. Die Listen für die Interessenten, die neu in unseren Verteiler aufgenommen werden möchten, sind hier in der Mitte. Die Dame, die das Pad hochhebt und hier hinter unserer Statistiktafel. Das Konzept unserer Gesprächsrunden, Tagesordnungen und Ergebnisse sollen über den Mailverteiler und über örtliche Medien bekannt gegeben werden. Nach positivem Anlauf der Gesprächsrunde ist die Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Das heißt, wir könnten uns vorstellen, dass wir dafür einen größeren Raum nutzen und so wie wir heute zusammenstehen, in einem geschlossenen Raum Bürger, die interessiert sind, die Möglichkeit geben, sich dort mit einzubringen. Jeder, der an der Mitarbeit an diesen Runden interessiert ist, kann sich bei uns melden und wird berücksichtigt. Wir brauchen mehr denn je diejenigen, die direkt am Geschehen dran sind. Wir brauchen Aktive, die Ereignisprotokolle zu jedem Polizeieinsatz führen, die bereit sind, die Protokolle unserer Gespräche aufzunehmen, zu erfassen, zu verteilen. Wir werden Argumente für unser Hauptklageverfahren unseres Nachbarschaftsstreites sammeln und uns das Zepter nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Es geht hier nicht darum, schlechtere Bedingungen für die Flüchtlinge zu erreichen, sondern es geht darum, gegebenenfalls eine Halbierung der Belegung zu erreichen, eine Begrünung, die Schaffung vernünftiger Ausgleichsflächen, menschenwürdige Lebensbedingungen in dem von uns als Ghetto bezeichneten Komplex zu schaffen.
Voraussetzung für die Dialogbereitschaft unserer Bürgerinitiative ist, dass unsere Themen die erforderliche Beachtung und Berücksichtigung finden. Sollte erneut der Versuch unternommen werden, unsere Interessen zu unterlaufen, werden unsere Anwohnertreffs zu den jeweils aktuellen Themen wieder aktiviert. Da dies heute unsere vorerst letzte Versammlung sein könnte, die wir in dieser Form vorgesehen haben, selbst das Wetter macht heute ein bisschen traurigen, halte ich es für angebracht, dass wir unseren Dank an alle Unterstützer unserer Versammlung aussprechen. Aus der Auflistung können Sie entnehmen, wie viel logistischer Aufwand allein an so einer Versammlung dranhängt. Wir danken allen Rednern, die immer wieder die aktuellen und akuten Geschehnisse auf den Punkt gebracht haben. Wir danken den Organisatoren, auf die immer Verlass war, wenn es um die Vorbereitung der friedlichen Anwohnertreffen ging. Dies schließt ein die Anmeldung der Versammlung, das Kontaktgespräch mit den Beamten, mit den Polizeibeamten des Abschnitts 65, schließt ein die Flyererstellung, die Flyerverteilung, die einer logistischen Meisterleistung gleicht, unsere Tontechnik, die von Mal zu Mal besser geworden ist, und dank des Einsatzes unseres DJs hier so ausgelegt ist, dass Sie mich auch in der letzten Reihe gut hören können. Wir danken unseren Rechtsberatern sowie den Sponsoren, die überhaupt erstmal die Klage ermöglicht haben, den Kassenbuchführer und Kassenprüfern. Dank auch an die Medien, die unsere Sache begleitet haben und objektiv über unsere Probleme berichtet haben. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an den Carsten Voss, der unsere Veranstaltung ungefiltert bei YouTube einstellt, sodass unsere Veranstaltungen auch von anderen mit verfolgt werden können. An Ähnliches denke ich auch bei unseren Verhandlungen mit den entsprechenden Politikern, dass wir das für die interessierte Bevölkerung so gestalten können. Ein Dank geht auch an unsere Ordner der Bürgerinitiative, zu erkennen an den weißen Armbinden, und an die Polizeibeamten des Abschnitts 65, zu erkennen an den dunklen Uniformen, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben und die Durchsetzung unseres Rechts auf freie Meinungsäußerung gesichert haben. Ein ganz großes Dankeschön geht an Sie, liebe Altkliniker. Die Tatsache, dass Sie so zahlreich bei unseren Treffen vertreten waren, zeigt, dass unsere Bürgerinitiative kein Selbstzweck ist, sondern unsere Meinung, die hier kundgetan werden, von einer breiten Öffentlichkeit mitgetragen werden. Wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam in der Lage sind und bereit sind, uns öffentlich für unser Recht einzusetzen und uns gegen die perfiden Pläne von Senat und Bezirk zur Wehr zu setzen. Was wir gemeinsam erreicht haben, in unserer Freizeit auf den Weg gebracht haben, haben wir gern getan, weil wir es nicht nur für uns, sondern und in erster Linie für unsere Kinder und Enkelkinder tun. Vielen Dank, liebe Anwesende. Seit 2 Wochen ist nun die überhastete Inbetriebnahme des unfertigen Tempohomes vollzogen. Politisch ist die Inbetriebnahme dieses Tempohomes ebenso eine Katastrophe wie menschlich. Das Igel-Hausdörfer-Ghetto ist für Flüchtlinge ebenso wie für Anwohner eine Unzumutbarkeit.
die von Igel, Hausdörfer und Co. zu verantwortenden Entscheidungen werden im Ortsteil durch diese Entscheidungen werden im Ortsteil Ad Klinike nach Freizug der Turnhallen 50% der Flüchtlinge untergebracht sein, die für den gesamten Stadtbezirk mit seinen 15 Ortsteilen zugeteilt waren. Wir haben an Frau Hausdörfer speziell bei der Veranstaltung im Juli Fragen gestellt. Diese Fragen sind zum Teil beantwortet, das möchte ich hier auch sagen. Allerdings sind wir nach wie vor enttäuscht von diesen Antworten. Die enthalten wieder die allgemeinen Phrasen, teilweise Lügen, wie zum Beispiel unser Bauschild, über das wir uns mehrfach geäußert haben. Ist Frau Hausdörfer der Meinung, man hat sich entschieden zu einer anderen Form des Bauschildes, während die Form des Bauschildes eindeutig mit der Baugenehmigung vorgegeben war und gefordert wurde und gesetzliche Forderung steht, wie so ein Bauschild auszusehen hat. Problemkieze wie das Kosmosviertel wurden durch die Verantwortlichen in die Standortentscheidung in keiner Weise einbezogen. Für uns entsteht insgesamt der Eindruck, dass die Politiker von Senat und Bezirk in Sachen Flüchtlingspolitik und Flüchtlingsunterkünfte alles tolerieren und freigeben, was dem Motto Hauptsache nicht vor meiner Haustür genügt und dass sie sich selbst über eigene Festlegungen hinwegsetzen. Herr Kollatz-Ahnen, Herr Igel, Frau Hausdörfer, Sie sind für uns Mitverantwortlichen verantwortlich für den Bau von Massenquartieren in Wohngebieten. Sie reden von Willkommenskultur, während Sie systematische Ghettoplanung betreiben. Sie reden von besonderem Schutz von Kindern und Jugendlichen, während Sie eine sinnvolle Integration durch unsinnige Entscheidungen verhindern. Die von Ihnen geplante und systematisch vorangetriebene Ghettobildung in unserem Stadtteil wird die Sozialstruktur in Altklinike aus dem Gleichgewicht bringen und wird sich nachhaltig auf die Wahlergebnisse der verantwortlichen Politiker auswirken. Herr Igel, Sie und Ihre Öffentlichkeitsansprechpartner im Rathaus werfen uns populistisches, demagogisches Handeln vor. Ich hingegen sage, die wahren Populisten und Demagogen sitzen im Rathaus. Wir behaupten nicht zu wissen, was gut für das Volk ist. Wir behaupten lediglich zu wissen, was nicht gut ist für unseren Ortsteil Altklinike. Während Sie, Herr Igel, für sich in Anspruch nehmen, über die Köpfe der Anwohner hinweg eigenmächtig Entscheidungen treffen zu können und wissen wollen, was gut für die Anwohner ist. Herr Igel hat sich auf der Informationsveranstaltung dahingehend geäußert, dass er gesagt hat, wenn wir die Anwohner fragen wollten, da könnten wir nirgends Flüchtlingsheime bauen. Abgesehen davon denken unsere Politiker offensichtlich trotz dekadischen Zahlensystemen eher in Einheiten von 500 Menschen. Es gibt nur die Option 500, 1000 oder in 500er Schritten größer. Und das ist untragbar. Von uns wurde hier keineswegs ein kausaler Zusammenhang zwischen ethnischer Herkunft und Gewaltbereitschaft konstruiert, sondern wir haben lediglich die aktuellen Vorkommnisse im Zusammenhang mit Flüchtlingen in Deutschland und Frankreich, im Zusammenhang mit verfehlter Flüchtlingspolitik, wie sie unter anderem durch Sie und Ihresgleichen betrieben wird, gestellt. Sie, Herr Igel, sind aus unserer Sicht moralisch für alles verantwortlich, was aus den neu geschaffenen Ghettos an Kriminalität und Gewalt entwickelt wird. Applaus
Vielen Dank, liebe Altkliniker. Es gab auch aus den Anwesenden hier einige Hinweise. Eine Dame hatte ein paar Fragen. Bitte tragen Sie sich in unseren Mailverteiler mit ein. Bitte senden Sie uns unsere Fragen. Wir werden uns wirklich darum kümmern. Zu dem Hubschraubereinsatz gab es hier eine Anmerkung. Also es handelte sich offensichtlich um einen Polizeihubschrauber, der mit Messer bewaffnete Gewaltverbrecher verfolgt hat, die unter vorgehaltenem Messer hier irgendwie Handys abzocken. So viel zu den Informationen, die hier von der Seite reingetragen wurden. Vielen Dank erstmal. Ich gebe das Mikrofon weiter an die Karin. Ja, hallo Altkliniker, hallo Nachbarn, hallo Anwohner. Wir hatten vor 14 Tagen von dem Herrn Ehrlich, ich glaube, ja, Herr Ehrlich, eine Anmerkung, und zwar, dass ja bei Frau Ellen Hausdörfer immer Kolonnen geschickt werden, die ihre Flyer verteilen. Leider nicht im Quittenweg, im Blindschleichengang oder Mollstraße und auch Bahnweg. Meine Tochter hat mir heute eine WhatsApp geschickt. Da stand war ein Foto von einem Flyer, der wieder nicht im Blindschleichengang angekommen ist oder im Quittenweg oder auch im Bahnweg. Und darum geht es, liebe Bewohnerinnen und Bewohner. Ich freue mich, Sie zu einer schönen Veranstaltung mit dem Bezirksbürgermeister Oliver Igel einladen zu können. Wir sind also alle herzlich eingeladen und wie gesagt, dieser Zettel war heute drin. Am 30. August um 15.30 Uhr, also sprich morgen um 3:30, können Sie ihn und mich, Ihre Wahlkreisabgeordnete im Abgeordnetenhaus von Berlin im Kiezclub im Bürgerhaus Altlinike bei einer Tasse Kaffee und Kuchen treffen und Ihre Fragen stellen. Also wer morgen Zeit hat, um 15.30 Uhr im Kiezclub, einfach nochmal hingehen, einfach nochmal ein paar Fragen stellen, wie es weiter gedacht wird. Die Veranstaltung ist nämlich ein Teil der Igeltour, im Rahmen dessen Bürgermeister Igel die Stadtteile Treptow-Köpenicks besucht und mit den Anwohnerinnen und Anwohnern ins Gespräch kommt. Wir möchten Ihnen über die Herausforderungen und Ansprüche der älter werdenden Gesellschaft sprechen. Und auch über die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung am 18. September. Ich bitte Sie, Ihre politische Stimme zu nutzen, ob per Briefwahl oder im Wahllokal. Sollten Sie dabei Hilfe benötigen, sprechen Sie uns gerne an. Also ist anscheinend denn doch alles wieder auf die Rentner ausgerichtet. Diese Gespräche in kleiner Runde sind Teil nämlich unserer Mitwirkungsmöglichkeit. Ein anderer Teil ist das Seniorenmitwirkungsgesetz. Dieses hat die SPD im vergangenen Juni so vereinfacht, dass sie leicht ihre Vertreter wählen können oder sich selbst engagieren. So ist die Präsenz ihrer Angelegenheiten in der Landespolitik gewährleistet. Also wenn jetzt heute oder morgen jeder Rentner dorthin geht, einfach mal ansprechen, was ist hier für mich als Rentner wichtig in Altklinike. Uns ist es wichtig, dass Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich ein selbstständiges Leben führen können. Ja, Familie Wolf? Ob zu Hause oder in einer Einrichtung. Dafür haben wir begonnen, die soziale und verkehrstechnische Infrastruktur hier vor Ort zu verbessern. Also ich sehe immer bloß noch die drei Busse, die hier sind. Ich habe hier noch keine U-Bahn gesehen. Wenn die S-Bahn mal läuft, dann ist es schön. Kurze Wege zu allen notwendigen Zielen sind dabei besonders wichtig. Barrierefreie Haltestellen und Fahrzeuge sollen im öffentlichen Nahverkehr bis 2020 flächendeckend sein. Und die fachärztliche Versorgung im Bezirk wird sich durch neue Niederlassungsverordnung verbessern. Gut, Frau Dr. Humme, ich weiß nicht, wo du geblieben bist, du fehlst. Ich freue mich besonders, dass im Bürgerhaus Altklinike auch die Sprechstunde für Schwerbehinderte wieder stattfinden wird. Eine gute Anlaufstelle für Betroffene. Soziale Kontakte sind für ein selbstbestimmtes Leben unentbehrlich. Der Kiezclub im Bürgerhaus ist ein attraktiver Begegnungspunkt für alle Generationen.
Deswegen haben der Bezirksbürgermeister und ich auch diesen Ort für die Veranstaltung ausgesucht. Mit dem tollen Angebot an Kursen, von sportlich bis kreativ, findet jeder etwas. Manchmal geht es auch nur darum, zusammenzusitzen und sich zu unterhalten. Genau das wollen wir mit Ihnen tun. Wir freuen uns auf Sie. Herzlichste Grüße, Ihre Ellen Hausdörfer. Also, liebe Rentner, bitte schön morgen hingehen, ein bisschen Sport machen, ein bisschen Kaffee trinken und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch noch an Mike eine kleine Info. Der Herr Zenker von meiner Tochter liebevoll der Spanner, nein, Stalker genannt. Ich meine, du musst einfach nur auch mal drauf gucken, wann er die Beiträge einsetzt. Ich bin da meistens schon in der Kiste, weil ich morgens früh raus muss. Vielen Dank, liebe Altkliniker, liebe Anwohner, liebe Nachbarn. Ich wünsche und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was erreichen können. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, weil es vielleicht doch nicht ganz so geklappt hat, ich hoffe, wir können es trotzdem noch ruppen. Tschüss. Karin, danke schön. Hier haben wir sogar ein bisschen SPD-Werbung gemacht. Man kann uns nicht nachsagen, dass wir nicht neutral wären. Aber wenn Sie wirklich dahin gehen, denken Sie daran, nicht nur Igel haben kurze Beine. Ich gebe weiter an unseren Veranstalter Harald. So, ich kletter mal hier auf dieses Podium. Eigentlich wollte ich zu meinem Originalredebeitrag kommen, aber ich muss vorab erst noch zwei Worte sagen. Und zwar war heute ein Kommentar von Herrn Christian Kreuzer, seines Zeichens Nachrichtenredakteur bei T-Online, in dem www.t-online-Nachrichten zu lesen. Dieser Kommentar sagt: Wachet endlich auf, ihr Luschen. So, und unter Luschen, falls ihr Politiker es noch nicht gemerkt habt, ihr seid dabei, euch abzuschaffen. Es gibt Entwicklungen, von denen ihr steht wie das Reh im Scheinwerferlicht. Die liberale Demokratie, unser System, euer System, überzeugt immer weniger Menschen. Schlimmer noch, viele sehnen sich wieder nach dem starken Mann, der rigoros durchgreift. In der weiteren Fortsetzung des Kommentars sagt der Herr Kreuzer: Wachet endlich auf, ihr Luschen. Hier draußen sind viele intelligente Menschen, die ernst genommen werden wollen. Diese Menschen sind eure wahren Chefs. Ihnen verdankt ihr euer Mandat. Redet mit uns wie mit Erwachsenen. Benennt konkret Probleme, die wirklich existieren, auch dann, wenn es weh tut. Selbst dann, wenn eure Parteichefs oder sogar die Wähler selbst das Problem sind. Traut uns mehr zu, sucht unsere Nähe, auch wenn kein Wahltermin ist. So, das können Sie nachlesen auf T-Online, unter www.t-online, diesen Kommentar ist sehr interessant zu lesen. Ich habe deswegen einige Ausschnitte jetzt hier erstmal vor meinen Redebeitrag gestellt. Mein eigentlicher Redebeitrag beginnt, wie immer, spricht die Politik von Integration. Die Ausländerintegration im eigentlichen Sinne umfasst insbesondere bei Flüchtlingen die völlig unvorbereitet in unser Land umsiedeln, eine Erstversorgung, Unterbringung, Verköstigung und grundlegende Wohlfahrt, also pekuniär. Infolge des Erlernens der Landessprache und Kennenlernen des Alltags mit seinen spezifischen Eigenheiten sowie Unterstützung in behördlichen Angelegenheiten. In Deutschland ist der Lebensrhythmus, sprich Alltag, begleitet von den Zeiten der Hektik und der absoluten Ruhe. Die absolute Ruhe, nämlich von 22 Uhr bis, sagen wir mal, 6 oder 7 Uhr. Wiederholt musste die Security in der Fürthnerbude darauf aufmerksam gemacht werden, in den schallgebeutelten Containerabstand ab 22 Uhr für Ruhe zu sorgen. Wir sind hier nicht in Südeuropa oder Kleinasien. Wir sind hier in Deutschland.
und auch nicht ins Land. Wenn auch Grüne und andere Politiker sagen, wir möchten bei der Fußball-EM keine deutschen Fahnen schwingen, das wäre nationalistisch. Nein, wir sind eindeutig Deutschland und wollen es auch für unsere Enkel sichern. Integration ist der Aufbau einer eigenständigen und selbstbestimmenden Lebensführung. Begleitete Maßnahmen, um ein Abgleiten in die Illegalität zu verhindern, und migrationsspezifische Maßnahmen wie zum Beispiel Zusammenführung. Mit einer Einbürgerung, meist nach etwa 5 bis 15 Jahren, je nach Herkunftsland, ist die Ausländerintegration abgeschlossen. Daran schließt sich eine Zeit an, in der die volle Eingliederung der Migranten und ihrer Familie vor sich geht. Das umfasst Aspekte wie die Umsetzung aller Rechte und Pflichten eines Staatsbürgers. Was ist gelungene Integration? Gelungene Integration bedeutet, sich einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. Sie bedeutet die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses, wie man in der Gesellschaft zusammenlebt. Zuwanderung kann deshalb nur als wechselseitiger Prozess gelingen. Sie setzt die Aufnahmebereitschaft der Mehrheitsgesellschaft voraus, also auch die Bereitschaft der Zugewanderten, die Regeln des Aufnahmelandes zu respektieren und sich um eine eigene Integration zu bemühen. Leider ist es so, wenn Sie, ich meine hier unsere Politiker, die Unterbringung, Sprachkurse und Alimentation für die Zuwanderer organisieren, glauben Sie, es ist geschafft. Weit gefehlt. 95% der Flüchtlinge kommen aus der Welt des Islam. Ihre Bereitschaft, sich bei uns einzugliedern, die Regeln unserer Gesellschaft samt Grundgesetz anzuerkennen, ist sehr begrenzt. Die Folge ist, es entstehen Parallelgesellschaften. Was hat Frau Nahles vor kurzem von sich gegeben? Ein Termin bei der Arbeitsagentur um 8 Uhr morgens heißt für viele Geflüchtlinge, komm ab 8. Die genaue Definition von Zeit, die in Deutschland gilt, kennen Sie so nicht. Pünktlichkeit ist ein Dramapoint, sagte Arbeitsministerin Andrea Nahles am 19.08. beim Besuch eines Bildungsträgers in Steglitz. Dort werden unter anderem geflüchtete Frauen über berufliche Bildung informiert. Pünktlichkeit ist hier aber ein so zentraler Punkt, sagte Nahles. Ich meine, bei den Integrationskursen müssen Geflüchtete unter anderem lernen, wie penibel die Deutschen auf die Uhr schauen, wie wichtig ihnen Ordnung ist. Für unser Tempo Home heißt das aber zum Beispiel eindeutig, wenn es 22 Uhr ist, dann hat die Security dafür zu sorgen, dass Kinderstimmen verstummen und nicht erst wieder ein Streifenwagen der Polizei vorbeikommen muss, wie am vergangenen Samstag. Auch für Tempo Homes gelten die gleichen gesetzlichen Regelungen wie für Sport, Bolz und Spielplätze im übrigen Deutschland. Ein Korrespondent vom Tagesspiegel, der Herr Thomas Loy, schreibt, denn in Altklinike, wo die Stimmung ohnehin schon aufgeheizt ist, prallen nun zwei brisante Punkte heftig aneinander. Auf der einen Seite wütende Menschen. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen bezüglich der Lügenpresse. Auf der einen Seite wütende Menschen, schon wieder Lügenpresse. Wir sind nicht wütend, sondern wir fühlen uns von der Politik verschaukelt. Die keine Flüchtlinge in ihrer Nachbarschaft haben wollen.
Auch das stimmt nicht, Herr Loy. Wir haben gesagt, keine Konzentration von Flüchtlingen in Altklinike. Auf der anderen Seite frustrierte oder erschöpfte Geflohene, die endlich eine gewisse Ruhe haben wollen. Auch das ist falsch, Herr Loy. Wenn die Flüchtlinge 22.15 Uhr noch turbend durch die Containergänge lärmen und bereits mehrfach mit der Security und Polizei zur Ruhe gemahnt werden, kann die Erschöpfung gewisser Einwohner des Tempelhofs nicht so gravierend sein. Herr Loy vom Tagesspiegel, was sind Sie eigentlich für ein Journalist, frage ich Sie. Wir sind ein friedlicher Anwohnertreff und auch Ihre Lügen haben kurze Beine. Wir sind Anwohner, die sich ein friedliches und ruhiges Umfeld wünschen und Sie veröffentlichen einen derartigen Müll. Nun zurück zu unserem Tempelhome. Vor 14 Tagen sind unsere neuen Nachbarn eingezogen. Am 13. August war die Bauabnahme. Mit diesem Tag sind die Baufirmen aber auch verschwunden. Frau Wojcik vom Bauamt habe ich per Mail aufgefordert, die Abnahmemängel uns einmal mitzuteilen. Eisiges Schweigen. Was ist mit dem provisorischen Zaun um das Tempelhome? Was ist mit dem Schall- und Sichtschutz? Diese grünen Matten sind es jedenfalls nicht. Was ist mit dem PKW-Parkplatz für die Mitarbeiter? Diese parken auf dem Feld. Was sagt die Polizei dazu? Wer räumt die Baustellenwarnbalken weg? Warum muss das Gelände schon am hellerlichten Tag besser beleuchtet sein, als es der Mauerstreifen je war? Das sind nur die Punkte, die von außen zu sehen sind. Welche Mängel gibt es im Inneren? Das verschweigt man uns. Aber die Bauarbeiten wurden sofort eingestellt und mit der Abnahme waren alle verschwunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei einer Bauabnahme innerhalb des Zaunes keine Mängel gegeben hat. Im Vorfeld des Eintreffens von Flüchtlingen hieß es, 95-98% der Flüchtlinge, die vor Kriegswirren geflohen sind, möchten hier ihre traumatischen Ereignisse langsam vergessen. Wenn ich Menschen beobachte, die täglich an meinem Grundstück vorbeikommen, schätze ich die syrischen Kriegsflüchtlinge bei unter 50%. Manche sind bestimmt hier, um auch mal einen Langzeiturlaub auf Kosten des deutschen Steuerzahlers machen zu können. Und erwecken, nach der Sprache zu urteilen, den Eindruck, sie kommen aus sicheren Herkunftsländern. Viele Politiker sehen die Situation auch so, dass sie sagen, sichere Herkunftsländer sofort und schnellstens abschieben. Die Mühlen unserer Verwaltung mahlen da aber sehr, sehr langsam. Da wird eine neue Behörde gegründet, da werden Gerichtsverfahren zugelassen, aber es passiert nicht viel in diesen Abschiebungsangelegenheiten. Wenn man tatsächlich einen Flüchtling abschieben will, muss man den nämlich erst einmal in Berlin suchen, weil es in Berlin ja keine Abschiebehaft mehr gibt. Die wurde abgeschafft. Ein neues Thema. Übrigens muss ich Sie dringend bitten, Ihren Fotoapparat in greifbarer Nähe zu halten. Dazu ein Vorfall aus unserem Umfeld. Name und Straße lasse ich mal weg, denn der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt und ist dieser bekannt. Unweit von hier passierte Folgendes.
Ein Bewohner vom Flüchtlingslager hat das Grundstück von Familie, Namen lasse ich weg, im, dort hinten heißen sie alle Weg, also im Weg, unberechtigt betreten. Auf die Frage, was er suche, antwortete der Eindringling, der war also schon mit Herrn Igel und der Frau Schreiber unterwegs, er suche die U-Bahn, also der wusste schon, dass eine U-Bahn gebaut wird. Antwortete der Eindringling, er suche die U-Bahn. Auf den Hinweis, dass es dergleichen hier nicht gibt, wollte er etwas zu trinken haben. Das Angebot, er könne Wasser aus dem Gartenhahn trinken, wollte er dann nicht annehmen und er wurde daraufhin des Grundstückes verwiesen. Anschließend ist dieser Herr in das Haus vom Nachbargrundstück eingedrungen. Die Eingangstür zum Haus war angelehnt, wie es bisher bei uns so üblich war, weil der Grundstücksbesitzer ja mal schnell in den hinteren Gartenbereich gegangen ist. Als die Ehefrau vom Eindringling im Haus überrascht wurde, hat sie lauthals geschrien, sodass der Eindringling die Flucht ergriffen hat. Die Frage, ob die Geschädigten den Eindringling wiedererkennen würden, wurde verneint. Ich traue es mir auch nicht zu, in einem solchen Fall eine Personenbeschreibung abgeben zu können. Beide Vorfälle wurden bei der Polizei angezeigt, also mein Tipp, Fotoapparat immer bereithalten, damit man eine Personenbeschreibung hat. Es gibt aber auch Flüchtlinge, die haben den Fotoapparat immer bei der Hand und wurden im Quittenweg, abgehend vom Renettenweg, beobachtet. Eine Gruppe von 5 Jugendlichen stellt sich vor die Grundstücke und fotografiert sich mit den Häusern im Hintergrund. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Ich will hier keine Flüchtlinge kriminalisieren, aber ich muss unsere Bürger zum erhöhten Wachsamkeit aufrufen. Bereits in der vergangenen Rede habe ich Überfälle im Bereich der Altkliniker Kirche und auf dem Blumenladen am S-Bahnhof Grünbergallee angesprochen. Da hilft auch die neue Software der Polizei nicht, um den nächsten Einbruch oder Überfall vorauszusagen. Nun kann die Presse wieder über uns herziehen. Wir sind populistisch. Nein, wir zeigen auch die Schattenseiten des Mottos, wir schaffen das. Wir entscheiden uns. Klatschpause. Wie viele unregistrierte Flüchtlinge sind noch in unserem Land? Wenn diese nicht registriert sind, wovon leben sie dann, frage ich Sie. Übrigens hat Frau Merkel auch bei den befreundeten osteuropäischen Staaten in der vergangenen Woche zu ihrem Motto keine Hurrarufe geerntet. Man siehe diese Tabelle. Wann geben Sie endlich Ihre Sturheit auf? Die Akzeptanz bei der Bevölkerung für Ihr Motto schwindet erheblich. Auch der SPD-Vorsitzende Gabriel hat heute bei T-Online veröffentlicht, wir müssen die Flüchtlingszahl begrenzen. Hetzen Sie nicht nur gegen Putin, sondern arbeiten mit den Ländern, die Ruhe im Mittleren Osten haben wollen, zusammen, damit der Krieg dort endlich beendet wird. Dann können Sie dort Ihre Hilfsgelder für den Wiederaufbau einsetzen. Bereits am vergangenen Freitag hat sich der US-Außenminister und der russische Außenminister getroffen und haben wieder versucht, einen gemeinsamen anhaltenden Waffenstillstand
in dem Bereich von Syrien zu erreichen. Aber es gibt andere Staaten, die marschieren dann einfach mit ihren Panzern in Syrien ein. Ich weiß nicht, was sie in Syrien zu suchen haben. Das wäre so, als ob wir heute in Polen einmarschieren würden. Ich schweife ab. Wieder zurück zum Tempelhof. Auch Nichtflüchtlinge geben hier in diesem Tempelhof Anlass zur Kritik, was die Anwohner aufregt. Das Lieferfahrzeug von Pfennig zum Beispiel lässt seinen Motor geschlagene 45 Minuten im Stand laufen, weil er die Kühlkette während des Ausladens für die nachfolgenden Kunden nicht unterbrechen darf. Oder der Fahrer eines PKW mit dem Kennzeichen BFV, Nummer lasse ich mal weg, ich sage nur mit dem Eisbären in der Heckscheibe, der in einer 30er-Zone mit durchdrehenden Rädern vom Bahnweg kommend Staub aufwirbeln mit ca. 55 km/h mehrfach durch den Quittenweg brettert. Ja, wir Anwohner sind sensibilisiert, aber Gesetze darf nur unser Senat samt Bürgermeister durch Sonderregelungen außer Kraft setzen. Flüchtlinge und auch der normale Staatsbürger darf das nicht. Wie sagte doch der Kurfürst Friedrich etwa im Jahre 1700, es ist den Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen. Zu gut Deutsch, was Phoenix und der PKW-Fahrer machen, ist nicht rechtens. Was aber in der neuesten Version Herr Igel wiederum mit seinen Untertanen macht, das spottet jeder Beschreibung. Man kann es überhaupt nicht aussprechen. Es nennt sich Lollapalooza. Lollapalooza ist ein amerikanisches Musikfestival mit alternative Rock-, Rap- und Punk-Rock-Bands, Tanz, Comedy, Mode und Kunst. Im Vorjahr fand es noch auf dem Flughafen Tempelhof statt. Nunmehr kann man ja den Lärm den dort ansässigen Flüchtlingen, sag ich mal, Traumatisierten vielleicht, Flüchtlingen, nicht zumuten. Lollapalooza, das gleiche Strickmuster wie unser Tempelhof. Auf dem Gelände des Treptower Parks, fast auf dem Gelände des Friedhofes für tausende gefallener sowjetischer Soldaten, wird ein Rockkonzert mit 45 Bands aufgeführt und der gerade frisch für 8 Millionen Euro instand gesetzte Park möglicherweise entwürdigend ruiniert. Die russische Botschaft und tausende Anwohner haben dagegen protestiert. Am Mittwoch wurde es genehmigt, am Samstag stand dafür die Umzäunung, das heißt genauso ein Terminablauf wie an unserem Tempelhof. Es bleibt keine Zeit für eine Klage. Und wenn dann der Verwaltungsrichter wieder ein Busenfreund des Herrn Igel ist, wissen Sie, wie die Entscheidung ausgeht. Genau. Herr Igel, obwohl er zugestimmt hat, bringt scheinheilig zum Ausdruck, dass er die Zustimmung nur mit Bauchschmerzen gegeben habe. Also hätte er widersprochen, dann hätte er keine Bauchschmerzen gekriegt. Dann hätten Sie, Herr Igel, dem doch nicht zugestimmt. Sie sind doch der Boss von Treptow Köpenick. Gab es wieder eine Parteispende von 9.999 Euro in Ihre Kasse? Herr Igel, Ihr Verhalten stinkt zum Himmel. Und was stinkt, sollte man beseitigen, sprich abwählen. Ja, abwählen. Vielleicht haben so die Bewohner vom Hassoweg und der Wegedornstraße noch die Chance, von dem irrsinnigen Projekt der Integration in den sogenannten MUFs wegzukommen. Ich sagte es bereits in unserem vorangegangenen Anwohnertreff,
dass das nicht funktionieren kann. Die Deutschen werden ausziehen und es steht ähnlich Wedding oder Neukölln in Antlinike ein arabisches Wohnviertel mit einem Anteil 40% Altklinike und 60% arabische Bürger. Herr Schmolke beschwert sich auf seiner Internetseite, dass die Bürger von Altklinike Wahlmuffel sein sollen. Ja, das stimmt. Bei der letzten Wahl war nur eine Wahlbeteiligung von 40%. Eigentlich hätten da 60% der Sitze im Abgeordnetenhaus frei bleiben müssen. Denn es gab ja gar keine Stimme für einen Abgeordneten für diesen Sitzplatz. Aber durch die Verhältnismäßigkeit wurden ihre Stimmen über 30% hochgerechnet. Während diese 60%, die offenbar ihre Politik abstrafen wollten und nicht zur Wahl gegangen sind, wären es nur magere 12% für die SPD gewesen. Ich kann deshalb nur sagen, gehen Sie am 18. September zur Wahl. Wählen Sie, was Sie wollen, aber geben Sie keine Stimme an die SPD. Keine Stimme Herrn Igel und Frau Hausdörfer. Sie werden wie bisher weiterhin von diesen belogen und es kommen weitere Flüchtlinge nach Altklinike. Keine Stimme den Grünen. Ich erinnere da nur an die Hetztiraden von Frau Bayram, die uns als Nazi-Bürgerinitiative in Altklinike hinstellt. Und keine Stimme den Linken, dem stellvertretenden Bürgermeister von Treptow-Köpenick, Herrn Klemm, der genauso an der Entwicklung von Altklinike zum neuen Stadtteil Kleinarabien mitregiert hat. Wir brauchen den Klüngel nach der Koalitionsaussage von unserem regierenden Bürgermeister von Rot-Rot und nun noch mit der strumpfstrickenden Grünen nicht. Dieser Klüngel, der nur nach der Macht des Regierens strebt und unter Ausschaltung der Bevölkerung uns bei jeder Handlung einen Tritt in den Allerwertesten gibt. An dieser Stelle möchte ich jetzt meine Ausführung schließen. Es wird schon dunkel. Es fängt auch schon leicht an. Der Himmel weint schon ein bisschen, dass wir uns nicht wieder sehen wollen. Aber wir haben ja 8-mal Glück gehabt. Denken Sie an Ihren Fotoapparat, denken Sie an den 18. September. Denken Sie auch daran, Ihr Grundstück fest zu verschließen. Wenn wir nach dem 18. September hoffentlich eine neue Regierung haben, können wir uns vielleicht hier wieder versammeln oder der neuen Regierung bekunden, ja, wir arbeiten an einer Integration mit. Aber für die Typen der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode kann man nur den Kopf schütteln. Das war es. Ein Wort mit X, nämlich nix. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung in den vergangenen 16 Wochen. Dank auch, das hat schon der Rüdiger Schreiber allen übermittelt, möchte ich mir jetzt sparen, nochmal jeden Einzelnen den Dank auszusprechen. Ich wünsche Ihnen eigentlich einen guten Nachhauseweg. Vielleicht noch ein, zwei Sätze, dass die Zeitungsschreiberlinge, wenn wir hier nicht mehr auftreten, sich einen neuen schwarzen Peter suchen müssen und unser Juso-Kumpel mit den Wahnvorstellungen eines Hundeangriffes müssen wir nun leider traumatisiert zurücklassen. Guten Nachhauseweg.